Nu, jetzt ist einmal auf dem Keilberg, auf dem Klinowetz. Die Sicht ist, sagen wir mal, nicht ganz optimal und es schneit. Da drehen wir uns in die Richtung. Da sind wir schon. Unser nächstes Ziel ist in keiner Wanderkarte verzeichnet und kein Wanderweg führt hin. Nur wir hatten zu tun, das zu finden. So, wir sind auf dem Weg von Stolzenhain auf Biemisch einfach nur Hai nach Königsmühle. Und das hier, das ist der alte, zugewachsene Hohlweig. Der ist so zugewachsen, dass wir daneben latschen müssen. Oh, das ist kalt. 5 Grad, du meine Fresse. Aber wir sind neu eingehäkelt. Wir haben die Kommentare berücksichtigt auf unserem letzten Video. Ja, und Königsmühl wurde uns empfohlen. Das könnte mal ein Denkmal werden hier. Ein Denkmal für 2 Millionen Vertriebene Sudeten. Für 3000. Für 3000 zerstörte Dörfer, für 10.000 zerstörte Häuser. Jetzt macht die Kamera Hudeleien wegen der Nässe, wahrscheinlich. Seit der Wende gibt's zum Glück immer mehr Leute, Tschechen, Deutsche, die sich darum kümmern, dass die vergessenen Orte doch nicht vergessen waren. Hier in Königsmühle gibt's jedes Jahr einen Workshop, Landart Königsmühle heißt er, wo kleine, schöne Kunstwerke entstehen, die man sich hier noch angucken kann. Fast alle verlassenen Dörfer in Sudetendeutschland wurden von der tschechischen Armee mit schwerer Technik und Sprengstoff dem Erdboden gleichgemacht, damit sie nicht mehr aufzufinden sind. Königsmühle hatte Glück. Die Leute von Stolzenhain haben gesagt, los, stehen wir, reisen selber ab und nutzen die Baumaterialien für uns. Was sie dann aber zum Glück nicht gemacht haben. Und so kann man jetzt noch Baureste von Ruinen angucken. Und wenn man kräftig kurbeln wird, kann man hören, was Rosemarie Ernst uns erzählen wird. Gab es in so einem kleinen Ort wie Böhmisch-Wiesenthal kaum Arbeitsmöglichkeiten. Sie hatte aber Glück und kam in die Handschuhfabrik der Firma Hering unter und lernte dort Strickerin. Auch mein Vater. Nirgendwo gibt's ein Denkmal für das Leid und Unrecht der Vertreibung der Sudetendeutschen, für die zerstörten Dörfer. Vielleicht wäre das hier der richtige Ort dafür, denn hier sind ja noch ein paar Ruinen erhalten und an einer wunderschönen Gegend liegt sowieso. Das ist übrigens die Schutzhütte, hier kann man unterkriechen, wenn schlechtes Wetter ist. Biergläser sind overrated. Die Wasche wird heute nicht mehr träge bei dem Wetter.